musst du mir halt mal ein paar Sachen schicken. So, schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Jetzt müssen wir erst mal gucken, Leute, wie es hier weitergeht. Was machen wir denn als nächstes? Der Turm. Der Turm. Obwohl, hier hinten habe ich noch einen Himmels... Oh, die Himmelsscharpe hole ich mal noch schnell. Ich habe ja euch vorhin gesagt, ich fahre das Ding noch mal runter. Ja, er ist immer noch nicht rumgefahren. Oh mein Gott. Also, wenn du was willst, ne? Müssen wir uns halt irgendwie arrangieren. Was? Ah, hier ja. Wegen seinem Equipment. Ja. Ja, wie gesagt, ich brauche im Grunde nur undurchdringlich, sagen wir mal, zumindest auf mindestens drei Teilen. Ja, das ist locker machbar. Mundus. Ohne Meisterhafter. Drück die Daumen. Vor allen Dingen bräuchte ich einen Kopfteil mal. Das ist ganz wichtig. Finde einfach keine Kopfpistolen. Ich kann dir 7 barbarische herstellen. Barbarische, ja, aber was ist da für ein Wert drauf? Das ist doch. Gar nichts, das ist ein Stil. Ja, ja, aber ich brauche irgendeinen Wert drauf. Ich meine, Rüstungen ohne irgendeinen Wert kann ich mir selber herstellen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich bei 5 von 7 den undurchdringlich habe. Achso, 5 von 7, ja, dann passt doch. 5 von 7, ja. Ich habe also, wie gesagt, auf den Kurés, auf den Stiefeln, auf den Handschuhen, auf den Gamaschen, auf den Schultern und das war's. Gürtel und Kopf habe ich nicht. 5 von 7 und bei den anderen 2 eben dann Mundus. Habe ich auch nicht. Helm und Gürtel sind die einzigen Dinge, die ich nie finde. Da kann ich noch nicht so viel erforschen, da habe ich nur 2 Sachen. Stefan, du kannst ruhig hierbleiben, ne? Du musst nicht verschwinden. Ja, ja, nee. Ich, also im Moment finde ich dort in dem TS auch keine Person, mit denen ich standardmäßig die ganzen Dungeon Guides mache. Das ist ja primär ist es immer Haro, der ist irgendwie immer dabei. Weil er es braucht, oder? Nee, weil er es gerne mitmacht, deswegen. Und da weiß ich, wie ich mit ihm arbeiten kann. Er ist Tank, das heißt, das hilft mir schon mal bei der Gruppenzusammenstellung. Weil, wenn er Tank ist und ich komme mit, brauche ich eigentlich nur noch 2 x-beliebige Charaktere oder gar nichts weiter. Na komm, versag. Cool. Und da bin ich dann recht flexibel in der Gruppenzusammenstellung, wenn er dabei ist. 217 Rüstung hätte der Kurier so weiß. So, wo macht denn der Onkel jetzt hin? Axel? Ja. Willst du schon die Links für die anderen? Also die 20er Dungeons haben oder soll ich die erst noch zurückhalten, bis ich die restlichen 20er Dungeons? Ja, geben kannst du mir das wieder weiter. Ich kann die ja fertig machen, das ist ja nicht das Problem. Gut. Ja, braucht Argonia. Aber die werden dann halt erst später hochgeladen, beziehungsweise halt dann auch nacheinander erst veröffentlicht. Echt jetzt oder schweigt schon immer? Was ist denn jetzt los? Nimmt sich ein neues Buch, guckt es auch nicht an, liest es nicht. Ist ja komisch. Was sagst du? Eine epische. Was sagst du, Crail? Machst du Argonia oder irgendjemand? Spielbuch. Ja. Ja, aber vermute ich mal, die haben sie alle schon. Wo sind sie? Du kannst schickst mir, ja mit du mir mein Zept zurück. Ja, weil ich schon hab. Das hast du schon. Ja, das hast du mir vorher schon mal geschickt. Und dann kann ich sie jetzt nehmen. Ja. Sicher, dass du das hattest. Wieso steht denn das Ding hier am Wasser? Ziemlich. Ja, jetzt hab ich's gelernt. Ja, okay. Mal kurz AFK. Da bist du X Productions. Quick, das Argonia Buch. Danke dir. Hast du deinen. Ich hab die News für dich geschrieben, hast du gesehen? Ja, danke schön. Ist das so korrekt oder? So. Geht gerade so, ne? Ja. Da bin ich doch. Wir müssen halt bloß mal bei Gelegenheit mal gucken. Mal vielleicht mal irgendwann mal anfangen, ein kleines Setup vorab zu erstellen. Ich
Ja. Dass man Ende des Monats eventuell dann. Meine Schwester schleicht sich in die Ruinen davon und ich werde verletzt. Wie typisch. Die haben mich schon bei der ersten Dinner-Ausscheidung gehabt. Fremder, Fremder, Fremder! Ich benötige sofort eure Hilfe. Was haben die überhaupt? Das ist nicht weiter wichtig. Meine Schwester Kirit ist in diese Dwemer-Ruinen gegangen, aber sie hat vergessen, meinen neuen Steuerstab mitzunehmen. Ich habe ihn gebaut, um mit den Spinnenkonstrukten fertig zu werden, von denen es an diesem Ort wimmelt. Sie mag es mir nicht glauben, aber sie wird diesen Stab brauchen. Genau. Ich würde es selbst tun, aber eines dieser hinterhältigen Dinge hat mich verwundet, als ich ihr folgen wollte. Noch dazu hatte ich vergessen, den Steuerstab mitzunehmen und musste sowieso seinetwegen zurück. Meine Schwester hat ein Talent dafür, Ärger anzuziehen. Ich mache mir langsam Sorgen. Wir sind Verlies-Vagabunden, wagemutige Erforscher, genau wie ihr. Kirit kümmert sich um die körperliche Arbeit, während ich... Tja, ich bin das Genie. Gemeinsam sind wir ein gutes Gespann. Wir mögen jung sein, aber wir verfügen über eine ungeheure Bandbreite an nützlichen Talenten. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, das ist unsere erste richtige Expedition. Wir brauchen etwas, um der Akademie unseren Wert zu beweisen. Dann muss der Erzmagier unsere Bewerbung annehmen. Etwas Altes, etwas Mächtiges. Etwas, das sogar den abgestumpften Erzmagier der Akademie noch beeindrucken kann. Alle großen Anführer der Dunmeer waren auf der Akademie. Und es wäre der Welt gegenüber ungerecht, wenn mir ein Platz unter ihnen verwehrt bliebe. Die Akademie von Shad Astula natürlich. Meine Schwester und ich, wir kommen nicht aus einer wohlhabenden Familie. Wir müssen etwas von magischer oder historischer Bedeutung finden, um den Erzmagier so zu beeindrucken, dass er uns dort studieren wird. Naja, da gucken wir mal rein. Rein. In die Ruinen. Ruinen? Ja. Ptanual. Dann viel Spaß. Dankeschön. Die Verlies-Vagabunden. Wird auch Zeit, dass du kommst. Ich gehe schon seit einer gefühlten Ewigkeit den Spinnen hier aus dem Weg. Moment, ihr seid gar nicht Reinor. Hat er? Ich wette, er hat sich beim Herumspielen mit diesen Spinnenkonstrukten verletzt. Wie typisch. Hör zu, für diese Ruine braucht man zwei Leute. Ich brauche jemanden, der für eine Ablenkung sorgt, damit ich in die nächste Kammer schleichen kann. Könnt ihr diesen Steuerstab an den Spinnen da drinnen testen? Kein Grund, gleich so knurrig und maulig zu werden. Ihr kommt schon nicht zu kurz. Es muss hier doch bestimmt etwas Wertvolles geben. Reinor und ich werden alles, was wir finden, mit euch teilen. Woher soll ich das wissen? Reinor hat ihn gebaut. Er nennt es einen Steuerstab. Ich wette, dass man mit ihm die Konstrukte steuern kann. Benutzt ihn, um euch eines dieser Spinnendinger zu schnappen. Es braucht aber vielleicht ein paar Versuche. Reinors Geräte funktionieren nicht immer so, wie er sich das gedacht hat. Das ist die richtige Einstellung. Nun geht los und sorgt für eine Ablenkung. Oh, ist wieder so überformt, der Scheiß hier. Kriegst du wieder so einen Spinnenfinish zusammen.
Ah, das kann ja was bringen hier. Das ist schon wieder so alles so überformt. Sind die alle nicht so dumm oder was? Erzählt. Oh, hier, was ist denn hier los, ey? Sind die alle nicht zu tun, oder was? Du gerade in der Dauerschleife, oder was? Nee, ich bin hier in dieser Höhle hier. Tanual. Wo man diese komischen Metallspinnen einfangen muss. Das ist so überformt hier. Irrsinn. Das sind bestimmt 10, 15 Leute in der kleinen Höhle. Und da sollst du 5 Stück von den Dingern fangen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll mit den ganzen Leuten. Ich probiere das jetzt noch kurz und dann breche ich das hier ab. Wenn das jetzt, weil dann mache ich das später mal. Das hat ja keinen Sinn hier. Zeitverschwendung. Da kann ich in der Zeit noch andere Quests machen. Ah, ich glaube, das werde ich jetzt so machen. Das mache ich später. Ja. Das hat ja keinen Arsch. Das ist ja noch Stunde nicht fertig. Und da wollte ich eigentlich schon 22 sein in der Stunde. So, mal gucken, was wir noch so tun können. Ich könnte den Himmelsscherbe besorgen. Das würde gehen. Bei so vielen Leuten. Wieder da. Baby. Triffst du wenigstens nicht allein auf den Elite-Boss. Das könnte von Vorteil sein. Hoch. Oh, hier war eine Brücke, ich bin ein Idiot. Und ich springe ins Wasser. Thank you.
Unter Batunal. Na, da bin ich ja mal gespannt. Zumindest sind ja schon mal andere Spieler. Da muss ich dem jetzt nicht alleine gegenübertreten. Dann holen wir erstmal die Himmelsscherbe. Oder auch nicht. Ich habe benutzt ihn. Dann. Da ist doch. Oh, jetzt killt die den schon wieder. Scheiße, Mann. Reg dich doch nicht so auf. Ich reg mich gar nicht auf. Hauen die hier alle ab oder was? In der Spitze. Schön geschnetzelt. Sehr geil. Einfach umgelegt. Naja, abgeschlossen. Raus. Ging ja schneller, wie ich dachte. GZ. 20er Tank dabei gehabt. Ich 21 und der Typ. Gut. Gut Damage gerade rausgehauen. Borstel, ist deine Frau krank? Bitte? Deine Frau krank? Ah? Wollt's nur mal wissen. Und dann zerlegen wir noch Molag Blan. So, mal gucken, was hier Sache ist. Das haben wir, das haben wir. Solo-Verlies hier oben. Da könnte man eigentlich auch mal noch hin. Holen wir die Himmelsscherbe noch.
so viel wie hier gerade los ist, muss man ausnutzen. Was wollt ihr? Fürsten Larels Unterschlupf. Gucken, wie überfarmt die Scheiße ist heute. Naja, es sind schon mal gut Leute unterwegs. Ja. Eierlauf. Was ist denn für ein Eierlauf? Sollen hier der Scheißbeutel sein? Schaube. Was gibt's denn hier noch? Zwischenboss oder was? Leute, beruhigt euch. Was? Ach, nächsten. Machst du schon was? Oh, ich mach's kaputt. Was? Machst du schon wieder irgendwas kaputt? Immer. Kaputt, alles kaputt schlagen. Kaputt schlagen. Kurz und kleine. Und was war jetzt mit den Eiern eigentlich? Ach so, ja. Ach ne, dann komm. Aufschlagen. Was? Was los, Hörspiel? Aufschlagen. Alles kaputt schlagen. Ich könnte schon wieder alles kaputt schlagen. So ist das. So, ich bin erstmal ein bisschen AFK, bis später. Jo, alles klar. Jo, hau rein. Jo, bis später. Ja, schlaf gut. Hört sich schon wieder nach einem scheiß Ding sein. Nach einem Anker. Ich hab mich doch nicht verhört. Ich bin ja nicht blöd. Aber was macht den gerade keiner? Oder? Doch. Hm. Nee, das ist schon schwierig. Thank you.
oder mal killen so schwer wäre mit Vampir. Keine Ahnung. Dass es deswegen nicht mehr weiterspielen. Ja, komm runter, du Arsch. Erledigt. Jetzt muss ich noch gucken. Ja, die Elite-Bosse kann ich später noch machen. So, müssen wir mal gucken. Können wir eigentlich hier oben mal genau machen die Quest. Hä? Dann machen wir die Quest hier oben. Das ist eh irgendwo noch eine Himmelsscharte. Sehe ich gerade. Achtung, wo wir? Ja. Ach, die ist bestimmt hier oben. Die Himmelsscharte. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hinter. Ich liege da mal so viel Zeug rum, ey. Ich kann nicht dran vorbeirennen, ne? Eigentlich müsste ich mal dran vorbeirennen. Ja! Dafür bezahlt man mir nicht genug. Itis Omalor vom Hause Drees hat uns angeworben, die Karawane anzugreifen. Er hatte etwas, womit er die Maschinen aus den Ruinen zwingen konnte, an unserer Seite zu kämpfen. Ich weiß es nicht. Es sah aus wie ein Zauberstab, nur aus Metall. Aber das verfluchte Ding ist in die Luft gegangen. Und dann sind die Maschinen durchgedreht und haben alle angegriffen. Ihr werdet mich nicht töten, oder? Ich will nicht sterben. Könnt ihr nicht sagen, ich hätte kooperiert? Banditen der Drees sind auf dem Weg zum Eingang von Nzitums, um die Lalu-Wachen zu überfallen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch retten. Hallo. Flankieren!
Axel, brauchst du noch das Kajit-Buch? Ich denke schon, ja. Wenn ich es nicht brauche, stecke ich das wird. Oh, scheiße. Danke dir. Bitte schön. Noch eine Himmelsscherbe. Das geht voran. Diese Dresbastarde. Ich kann es kaum fassen, dass so viele meiner Güter diese Tortur überstanden haben. Meine Waren sind in einem ordentlichen Zustand. Vergewissert euch selbst. Stickerei. Mächtig, mächtig. Was? Ach, ich will nicht zu sehr spoilern, aber mächtig. Ihr wollt meinen Zorn herausfordern? Die Klüppel. Man sperrt doch mal ums Becken jetzt kurz auf zwei Einhänder. Hat einer von euch Jazzbuch Cabernet der Belebung? Was? Nee. Ja. Von was redest Wert du? Wert 10, Rezeptverbesserung 6, Qualität 2. Was führt an? Als ich diese Banditen der Drehs kommen sah, dachte ich schon, es wäre aus mit uns. Doch ihr habt euch wirklich eine schöne Schneise durch sie geschlagen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, herauszufinden, was diese Halunken vorhatten. Ach, das erklärt, warum die Konstrukte sich gegen die Banditen gewandt haben. Ich habe gesehen, wie jemand in der Tracht der Drehs die Ruinen betreten hat. Er wedelte mit irgendeiner Reliquie herum. Ich schätze, das war Itis Omalor, der Anführer dieses Überfallkommandos. Hab die beiden Videos jetzt auch fertig. Schön. Ich hätte das erste dagegen, wird gerade hochgeladen, das andere den kompletten noch. Schaden heimzuzahlen, den sie angerichtet haben. Ich muss hier draußen erst noch aufräumen, aber ich will aber diesen Halunken von Minuten Omalor zur Strecke gebracht sehen. Ja, ist doch schnell. Er ist da hineingelaufen. Ja. Nee, Eldengrund ist ja doch ein sehr langes Video geworden. Ja, daran geschuldet, dass ich das zusammen mit Haru nur zu zweit gemacht habe. Da einiges an Zeit gebraucht habe dafür. Ja, ist doch nicht so schlimm, du musst dich entschuldigen. Ja, aber ich meine, also ich persönlich würde mir nicht so ein langes Guide-Video angucken. Also gerade bei dem 40-Minuten-Video würde ich so eine Art Sprungmarken einsetzen, wo man direkt zu den Bossen springen kann. Wenn du das quasi sozusagen in die Beschreibung mit reinmachen könntest.
Ich guck's mir mal an und entscheide dann. Ja, das ist nur so ein Vorschlag, weil wir haben manche Dreschpartaten sehr lange gemacht, weil wir einfach so nur zu zweit waren. Da kann man halt nicht solche die klassischen Gruppentaktik machen, so ein bisschen kontrollieren und so. Das war dann so ein bisschen mehr fast zum Durchsterben. Patrick, ich schick dir den Kaschid zurück, hä? Okay. Den hab ich schon. So, kennt ihr. Das wollte ich dir nur sagen. Was war das denn jetzt? User left your channel. Was? Okay, müsste bei dir sein. Ja, das kommt bestimmt gleich.